Oh, der Wilhelm kriegt die Mühle, der Paul kriegt den Esel und ich krieg nichts. Ja, außer den Kater. Katze! Ich hab gerade gedacht, der Kater spricht. Katze! Oh, ein Korn. Ich mach hier mal eine Pause. Sagte das Rebhuhn und ich war versteckt. Und jetzt pass auf. So fung ich bis zum Mittag ein Dutzend Rebhühner. Und dann trug ich die schwere Tasse zum König. Die Kleider haben sie ihm gestohlen, als ich sie in die Flucht schlug und einer von ihnen in die Schlucht flog. Doch jetzt ist er dort im Wasser und kann nicht hinaus. Er hat nichts anzuziehen. Und wenn er länger drin bleibt, wird er sich erkälten und sterben. Das ist der Graf von Carabas? Ja. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Vielen Dank für die Rebhühner. Oh, wie lange ist er denn da schon im Wasser? Zu lang. Heinrich, bringe er ihm ein königliches Gewand. Zu gnädig. Jetzt kommt's drauf an, der Graf von Carabas, ja. Oh, oh, oh. Hui. Nanu, was ist das denn für eine schöne Landschaft? Die kenne ich ja gar nicht. Hier wart ihr noch nie. Heinrich, lass halt machen. Hey, wem gehört denn diese Wiese, ihr Leute? Dem Graf von Carabas. Oh, der Graf, ich bin beeindruckt. Halt! Bäm. Bäm. Ach, wem gehört denn dieses Kornfeld, ihr Leute? Dem Graf von Carabas. Oh, der Graf,